Persönlichkeitsstörungen und Persönlichkeitstypen. 5 bis 10% der Bevölkerung sind betroffen. Wie definieren wir diese Störung? Hier ist die Rede von einem Muster, ein überdauerndes Muster von innerem Erleben und Verhalten, das merklich von der Norm, dem Umfeld abweicht. Auswirkungen des Musters: Denken und emotionaler Bezug zu anderen, Gefühle, also intensiv, unangemessen oder labil die Gefühle, und die Impulskontrolle, die sind betroffen durch dieses Muster. Das Muster ist unflexibel und greift in persönliche und zwischenmenschliche Beziehungen ein. Also kann nicht nachgeben, kann auch keinen Kompromiss eingehen. Muster erzeugt deutliches Leiden oder Beeinträchtigungen in Beziehungen, Beruf oder anderen wichtigen Aufgaben. Also, das ist ein Merkmal. Es muss der Alltag beeinträchtigt sein. Das Muster ist stabil und lang andauernd. Beginn im Jugendalter oder frühen Erwachsenenalter. Hier nochmal ein Hinweis darauf: Wann öffnen sich die Energiezentren? In der Kindheit und im frühen Erwachsenenalter. Zuerst öffnet sich das Wurzelchakra in der vorgeburtlichen Zeit, in der Stillzeit und im Kleinkindalter. An zweiter Stelle das Sakralchakra, Kleinkindalter. Dann kommt der Solarplexus, gelb, 5 bis 12 Jahre. Dann das Herz, 12 bis 18 Jahre. Ja, aber es springt in dieser Zeit auch nochmal zurück auf das zweite Chakra. Das passiert parallel, denn das Teenageralter ist für die Sexualität, für das Sexualchakra auch nochmal wichtig. Also in dieser Zeit ist die Kindheit und die Jugend verankert. Aber auch im frühen Erwachsenenalter kann das noch auftreten mit der Persönlichkeitsstörung. Das wäre dann das Kehlchakra zwischen dem 16. und dem 21. Lebensjahr. Das Muster darf aber keine Folge oder Begleiterscheinung sein von einer anderen psychischen Störung oder dem Konsum von Alkohol, Drogen oder Medizin. Das muss ausgeschlossen werden, wenn man das diagnostizieren will. Die 3 Gruppen von Persönlichkeitsstörungen. Wir haben Gruppe A, sonderbar exzentrisch. Da ist dabei die paranoide Persönlichkeitsstörung und die schizoide Persönlichkeitsstörung. Dann die Gruppe B, dramatisch emotional. Da ist die antisoziale Persönlichkeitsstörung, die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die histrionische Persönlichkeitsstörung und die narzisstische Persönlichkeitsstörung dabei. Und die Gruppe C, die ängstlich-furchtsamen. Also Gruppe A, sonderbar exzentrisch, Gruppe B, dramatisch-emotional, Gruppe C, ängstlich-furchtsam. Und da sind dann dabei vermeidend selbstunsichere Persönlichkeitsstörung, die dependente und die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Die habe ich nochmal dargestellt in einem Schaubild. In der Mitte A, sonderbar, exzentrisch, paranoid und schizoid. In der Gruppe B, oben emotional, dramatisch, antisozial, borderline, histrionisch und narzisstisch. Unten ängstlich und furchtsam, vermeidend, selbstunsicher, dependent, das heißt die abhängige und die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Jetzt schauen wir uns die mal im Einzelnen an. Gruppe A, sonderbar exzentrisch, paranoide Persönlichkeitsstörung. Hier herrschen ein tiefgreifendes Misstrauen und Argwohn gegenüber anderen, so dass deren Motive als böswillig ausgelegt werden. Hier gibt es noch Untergruppen, die querulatorische Persönlichkeitsstörung, die pocht auf eigene Rechte, und die fanatische Persönlichkeitsstörung, die projiziert auf eine überwertige Idee. Ich lese nochmal vor aus dem Ofenstein-Lexikon, Seite 268.
Überwärtige Idee. Befürchtung, die das Denken in einseitiger und unsachlicher Form dominiert und allein beherrschend wird. Diese Idee wird beharrlich und gegen Anfeindungen vertreten, auch wenn der Betroffene dadurch massive Nachteile in Kauf nehmen muss. Sie kann allen Lebensbereichen entstammen, ist meist jedoch Teil einer Weltanschauung, hat Politik oder Wissenschaft zum Thema und führt zu Eingleisigkeit, Isolation oder Intoleranz. Das ist das gesellschaftliche Thema gerade bei uns. Die Übergänge zur querulatorischen Persönlichkeitsstörung sind fließend und die wurde ja eben auch gerade genannt. Schauen wir doch nochmal, was der Ofenstein dazu sagt. Spezifische Form der paranoiden Persönlichkeitsstörung, bei der ein streitsüchtiges und situationsunangemessenes Bestehen auf den eigenen Rechten im Vordergrund steht. Seite 209. Meine Notizen dazu: Verdacht, ausgenutzt, geschädigt oder getäuscht zu werden, Zweifel an der Loyalität und Vertrauenswürdigkeit von Freunden und Partnern, zögerliches Vertrauen aus Angst, das Anvertraute könnte als Waffe genutzt werden, harmlose Bemerkungen bzw. Vorkommen werden als versteckt, abwertend oder bedrohlich interpretiert, leicht gekränkt oder gefühlt angegriffen, nachtragend und es herrscht oft ein unberechtigter Untreueverdacht. Das allerdings kann auch bei Alkoholismus vorkommen, krankhafte Eifersucht. Das muss differenziert werden. Gruppe A Nummer 2, sonderbar exzentrisch. Die schizoide Persönlichkeitsstörung. Hier herrscht eine tiefgreifende Distanziertheit in Beziehungen. Ein deutlich eingeschränkter Gefühlsausdruck. Der schizoide Mensch hat keinen Wunsch nach engen Beziehungen, keine Freude an Nähe, außer in der Familie. Er ist ein Einzelgänger, auch in Hobby und Freizeit, auch im Beruf. Wenig Interesse an sexuellen Erfahrungen, wenig schwingende Gefühle, distanziert, humorlos und freudlos, gleichgültig gegenüber Lob und Kritik. Außer der engsten Familie hat dieser Mensch keine engen Freunde oder Vertraute. Das klingt nach einem verschlossenen Herzchakra. Dieses Krankheitsbild schaue ich mir nochmal genauer an. Angst vor der Hingabe oder vor zu enger Bindung. Wir fordern vom Leben, eine eigenständige Persönlichkeit zu sein oder zu werden. Die Gefahr, sich selbst zu verlieren, die Individualität zu verlieren, macht Angst vor Nähe. In der Bindung liegt aber auch die Geborgenheit, ein gegengesetztes Bedürfnis und Zugehörigkeit. Wer der Angst vor Nähe nachgibt, wirkt auf andere kühl, distanziert und unverbindlich. Die Suche nach Nähe weist der schizoide Mensch schroff zurück. Die Kontaktlücke wird größer, je mehr der Schizoide seiner Angst nachgibt. Vermeidungsverhalten. Extreme soziale Isolation. Andere Menschen rufen tiefe Verunsicherungen hervor. Er meidet soziale Auseinandersetzung und lernt einfachste soziale Verhaltensweisen nicht. Er interpretiert Blicke oder Gespräche im Außen negativ auf sich selbst bezogen und zweifelt an seinem Auftreten oder an seinem Erscheinungsbild. Diese Unsicherheit kann zu großem Misstrauen anderen gegenüber führen. Extrem wahnhafte Einbildung und Wahrnehmungstäuschung. Wir erinnern uns, das war ja die Vorstufe zu einer Form von Schizophrenie. Extrem wahnhafte Einbildung und Wahrnehmungstäuschung. Da er keine Rückmeldung von außen bekommt, ist seine subjektiv verzerrte Sicht auf sich und andere
ein Quell von quälenden Gefühlen. Affekte sind hier betroffen. Gruppe B. Dramatisch-emotional. 1. Antisoziale Persönlichkeitsstörung. Tiefgreifendes Muster von Missachtung und Verletzung der Rechte anderer seit dem 15. Lebensjahr. Ja, und da spielt die Aggressivität auch mit hinein. Mindestens 3 Kriterien. Mangelnde Anpassung an gesellschaftliche Gesetze und Regeln, wiederholter Polizeikontakt, Falschheit, wiederholtes Lügen und Betrügen zum eigenen Vorteil, vorausschauendes Planen von Impulsivität und Versagen, Reizbarkeit und Aggressivität, Überfälle und Schlägereien, rücksichtslose Missachtung der Sicherheitsvorschriften, generelle Verantwortungslosigkeit, fehlende Reue, Gleichgültigkeit und Selbstrechtfertigung. Gruppe B, dramatisch-emotional. 2. Borderline. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Borderline-Persönlichkeitsstörung. Tiefgreifendes Muster von Impulsivität, instabilen Beziehungen, gestörter Selbstwahrnehmung und instabilen Affekten. Gefühle, Denken und Handeln beeinträchtigt, denn da gibt es Probleme mit der Impulskontrolle. Paradox wirkende Verhaltensweisen durch schwankende Empfindungen und mangelnde Impulskontrolle. Komorbidität, was heißt das? Die Wahrscheinlichkeit, dass dazu noch etwas auftritt, nämlich Depression und ADHS. Ja, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Angst vor Zurückweisung, dissoziative Symptome, Depersonalisation, Derealisation, verzerrte Selbstwahrnehmung und ein verzerrtes Zeitgefühl. Dann kann noch hinzukommen NSSV, nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten. Aber es kann auch Suizidalität vorkommen. Psychotische Symptome sind möglich. Spannungsabbau. Also das Thema dieser Störung ist, dass da eine unglaubliche innere Spannung vorliegt und die muss irgendwie abgebaut werden. Deshalb auch die fehlende Impulskontrolle. Gruppe B, dramatisch-emotional 3. Die histrionische Persönlichkeitsstörung, auch genannt hysterische Persönlichkeit. Der histrionische Mensch will immer im Mittelpunkt stehen. Und wenn nicht, fühlt er sich unwohl, der Schauspieler. In Beziehungen ist der histrionische Mensch oft unangemessen sexuell verführerisch. Also er ist provokant sexy. Das kommt auch vor bei Manie. Oberflächlicher, rasch wechselnder Gesichtsausdruck. Aufmerksamkeitshaschen über den Körper. Übertrieben ausdrucksstarker, wenig detaillierter Sprachstil. Also der Mensch geht nicht in die Tiefe, der bleibt an der Oberfläche. Drama, Theatralik. Gefühlsexplosion, leicht zu beeinflussen durch Umstände oder Personen. Und wenn andere Leute glauben, sie würden diesen Menschen flüchtig kennen, geht er schon von einer Freundschaft aus. Beziehungen werden enger aufgefasst, als sie eigentlich sind. Das, finde ich, ist auch ein spannendes Persönlichkeitsprofil. Das gucke ich mir auch nochmal ein bisschen genauer an. Angst vor der Notwendigkeit oder vor dem Endgültigen. Dieser Mensch will Vertrautes hinter sich lassen, Neues wagen und Traditionen ablegen. Das Unbekannte ist reizvoll und lädt zu Abenteuern ein. Der hysterische Abenteurer hat Angst vor der Beständigkeit. Er hasst Ordnung und Regeln. Problematisch wird es,
Wenn der Hysterische sich die Realität zurechtbiegt, dann bagatellisiert oder übersieht man Wichtiges und lebt in einer illusorischen Scheinwelt, in einer nur scheinbaren Freiheit. Wunder werden erhofft, wo eine Auseinandersetzung nötig wäre. Dieser Mensch meidet die Verantwortung, alles, was ihn einengen könnte. Extreme Angst vor Enge. Klaustrophobie, Agoraphobie, Phobien im einengenden Sinn. Hier steht die Phobie als Stellvertreterin für die Angst, die eigene Freiheit zu verlieren. Meist besteht eine kindliche Naivität, Wunderglaube, leichte Verführbarkeit, Heilversprechen glauben. Man nennt das auch das Peter-Pan-Syndrom. Gruppe B, dramatisch-emotional, die letzte in der Reihe, die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Tiefgreifendes Muster von Großartigkeit in Fantasie oder Verhalten. Bedürfnis nach Bewunderung und Mangel an Empathievermögen. Eigene Wichtigkeit wird grandios dargestellt, Erwartung der Anerkennung ohne Leistung erbracht zu haben. Stark von Erfolgs-, Macht-, Glanz-, Schönheitsfantasien eingenommen und erwartet die ideale Liebe. Der Narzisst erwartet Sonderbehandlung wegen der eigenen Einzigartigkeit. Er wirkt arrogant und überheblich. Narzissten nutzen andere aus, um eigene Ziele zu erreichen. Die Bedürfnisse der anderen sind egal. Neid auf andere, angeblicher Neid von anderen, ist auch ein Thema. Ja, anderes Wort dafür ist Konkurrenz. Die oder der geht immer in Konkurrenz mit mir. Das ist ein Anzeichen dafür, dass der Mensch das selbst macht und projiziert auf andere. Ja, nächste Gruppe. Ich kram mir nochmal mein Schaubild hervor. Persönlichkeitsstörungsgruppen. Wir haben jetzt die oberen beiden uns schon angeschaut. Sonderbar exzentrisch, paranoid und schizoid und emotional dramatisch, antisozial, borderline, histrionisch und narzisstisch. Jetzt kommen wir zu dem unteren Bereich, ängstlich, furchtsam. Und wir beginnen mit der vermeidend selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung. Und das könnte auch in den Bereich soziale Phobie fallen. Kann ich mir vorstellen, dass das Hand in Hand miteinander geht. Gruppe C 1. Ängstlich, furchtsam, vermeidend selbstunsichere Persönlichkeitsstörung. Tiefgreifendes Muster von Minderwertigkeitsgefühlen, Hemmungen und Überempfindlichkeit gegenüber negativer Beurteilung. Genau wie bei der sozialen Phobie. Vermeidet aus Angst vor Kritik, Missbilligung oder Zurückweisung Berufe, die Kontakt mit Menschen bedingen. Lässt sich widerwillig auf Kontakte ein, deren Zuneigung nicht sicher ist. In der Liebe hält sich dieser Mensch auch zurück, denn er hat Angst, beschämt zu werden oder lächerlich gemacht zu werden. Also nicht so wie die schizoide Persönlichkeitsstörung, die Angst vor Nähe hat, sondern in diesem Fall ist es so, dass der Mensch das überhaupt nicht mag, wenn man Witze über ihn macht zum Beispiel. Und das passiert ja auch manchmal, wenn man sich nahe kommt. Dauernde Angst vor Kritik oder Ablehnung. Ja, also mit einem Narzissten sollte dieser Mensch nicht zusammenkommen. Starke Hemmungen beim Kennenlernen. Ungern neue Projekte annehmen. Alles, was neu ist, unbekannt ist und die Gefahr birgt, dass man sich da blamieren könnte, ähnlich der sozialen Phobie, wird gemieden. Ja, dieser Mensch hält sich für unbeholfen, hässlich und dumm, hat ein
sehr geringes Selbstwertgefühl. Gruppe C, ängstlich, furchtsame, die dependente Persönlichkeitsstörung. Und zwar dependent, abhängig. Das hat auch was mit dem Wurzelchakra zu tun, denn man kann ja auch von Beziehungen abhängig werden, nicht nur von Substanzen. Das überstarke Bedürfnis, versorgt zu werden, unterwürfiges, anklammerndes Verhalten, Trennungsängste, Klammern. Das ist nicht so gerne gesehen da draußen, wenn man das macht, vor allem wenn man jemanden gerade neu kennenlernt. Das sind oft Menschen, die immer in der Beziehung bleiben, egal wie unzufrieden sie da sind. Bloß nicht alleine sein. Ne? Dieser Mensch hat Schwierigkeiten, Alltägliches zu entscheiden. Also er hat auch Entscheidungsschwierigkeiten. Er holt sich oft Rat und Bestätigung von anderen. Er gibt gern Verantwortung für seine wichtigsten Lebensbereiche an andere ab. Er vertritt seine Meinung nicht gern, wenn sie abweicht. Er passt sich bis zur Selbstaufgabe an. Ein abhängiger Mensch, ein beziehungsabhängiger Mensch, wagt nicht, etwas Eigenes zu beginnen oder durchzuführen. Er übernimmt freiwillig unangenehme Tätigkeiten, um die Zuwendung und Versorgung anderer zu erhalten. Er hat eine Riesenangst davor, für sich selbst zu sorgen. Panik bei Beziehungsende. Ja, das erwähnte ich ja auch schon. Dieser Mensch will nicht alleine sein. Die letzte Persönlichkeitsstörung in der ängstlich furchtsamen Gruppe ist die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Ein durchgängiges Muster von Starrheit und Perfektionismus. Ja, die Zwänge, ne? Also Sakralchakra, das haben wir uns ja jetzt auch schon ausgiebig angeguckt bei den Elementarfunktionen. Wie äußert sich das? Vor lauter Perfektion wird die eigentliche Aufgabe nicht erfüllt. Übermäßige Beschäftigung mit Details, Regeln, Listen, Ordnung, Organisation und Plänen, Verlust von Produktivität. Pflichterfüllung ohne materielle Not geht über Vergnügen und Beziehungen. Also der Mensch erfüllt immer seine berufliche Aufgabe. Das geht vor allem anderen, ja? Vor Spaß, vor Beziehung, vor Vergnügen, vor Leben, ja, vor dem Leben, ohne etwas leisten zu müssen. Eigentlich ein gern gesehener Angestellter wahrscheinlich. Rigidität, mangelnde geistige Beweglichkeit und Starrsinn. Übermäßige Gewissenhaftigkeit. Besorgtheit und Starrheit gegenüber Moral, Ethik, Religion und Wertvorstellungen. Das gucke ich mir auch nochmal genauer an. Angst vor der Veränderung oder vor dem Ungewissen. Das Streben nach Stabilität und Dauerhaftigkeit befriedigt die Angst vor der Veränderung und der damit verbundenen Ungewissheit. Pläne und Ziele sind im Fokus, so als wäre die Zukunft vorhersehbar. Angst, die Kontrolle zu verlieren, hegt den Wunsch, alles möge so bleiben, wie es ist, selbst wenn es Unglück beinhaltet. Die schmerzhafte Vergangenheit wird verdrängt, die unsichere Zukunft ebenso. Kleinste Veränderungen im Umfeld werden bemerkt und mit Abwehr registriert. Bleibt alles gleich, beruhigt das. Ordnungs- und Sauberkeitsliebe können zu weit gehen und in Zwängen münden. Dogmen und Schwarz-Weiß-Denken sind zwanghaften Charakters. Das Verhalten soll verhindern, dass Unterdrücktes und Verdrängtes hochkommen und den loslassenden Zwanghaften überschwemmen. Kontrollzwang.
Angst vor Kontrollverlust. Die depressive Persönlichkeit. Angst vor der Selbstwerdung oder vor dem Verlassenwerden. Dieser Mensch hat Angst vor seiner Selbstwerdung, der unabhängigen Kraft der Individualität. Er fordert vom Leben, sich anpassen zu dürfen und stets einen vertrauensvollen Raum betreten zu können, den er mit jemand oder mehreren anderen teilt. Geborgenheit wird in einer Partnerschaft oder Gruppe gesucht. Bei zu starker Unterscheidung passt sich dieser Mensch der Gruppe oder dem Partner an. Angst vor der Isolation und Einsamkeit. Die Identifikation mit den Werten und Sitten anderer lässt eigene Vorstellungen und Bedürfnisse vergessen. Das führt zu Aufopferung, die dem anderen einen Überwert beimisst und wichtiger wird als man selbst. Alles dreht sich um den anderen. Abhängigkeit, Wurzelchakra. Man braucht die Beziehung als Sinn im Leben. Man hat Angst, verlassen zu werden. Alleingelassenheitsgefühle und Verzweiflung, wenn der andere vor dem Klammern flieht, dann bricht die Welt zusammen. Der Verzicht auf Nähe führt zu Neid, dem Gefühl, ausgenutzt zu werden, ohne mächtig zu sein. Bitterkeit ist oft das Resultat. Die fehlende Sicherheit in und aus sich selbst heraus wurde nie erlernt und verstärkt die Dynamik. Selbstständigkeit und Selbstbewahrung sollten erlernt werden, doch der Depressive sucht diese in einem anderen Menschen. Je mehr man sie im Außen bekommt, desto weniger Chance der Einsamkeit hat man, um sie nachzulernen. Extrem. Bereits auf kurze Trennungen wird panisch reagiert, zum Beispiel 10 Anrufe am Tag tätigen. Die nächste Persönlichkeitsstörung ist eine organische, exogen. Häufige Ursachen: Unfälle mit schwerer Mitbeteiligung des Gehirns, also eine lange Bewusstlosigkeit kann dazu geführt haben, Sauerstoffmangel, Entzündungen des Gehirns, also Enzephalitis, Langzeitfolgen von Substanzmissbrauch, Auswirkungen, Abflachung der Gefühle, Labilität, also über das limbische Gehirn, die Regulation von Affekten findet ja auch im Gehirn statt, ne? Also die Abflachung der Gefühle und auch Labilität, Minderung oder Verlust von Werten, logischem Denken und Impulskontrolle, Einschränkung der Arbeitsfähigkeit durch Verlangsamung im Denken, Verlust der Eigeninitiative. Ja, wie kann man denn Persönlichkeitsstörungen therapieren? Ich habe ja öfter schon gehört, man könne Persönlichkeitsstörungen nicht heilen. Man könne nur lernen, damit besser umzugehen, ob man das jetzt glauben möchte oder nicht. Es gibt da so ein paar Punkte, auf die sei zu achten in der Therapie. Erstens Wertschätzung, Validierung, Unterstützung und Klärung der Situation ist der zweite Punkt. Drittens Erfassung der problematischen Reaktionsweisen. Und viertens, Hilfen zur Veränderung und zur Vorbeugung. In diesem Bereich finde ich es persönlich auch noch wichtig, sich jedes einzelne Störungsbild mal anzuschauen und zu gucken, kann ich mir vorstellen, dass ich so einen Menschen wirklich gut unterstützen kann, dass ich dem wertschätzend begegnen kann. Ja, also ist das für dich möglich, dass du mit all diesen Persönlichkeitsstörungen arbeitest? Oder ist der ein oder andere bei dir gar nicht so gut aufgehoben, weil du selbst sehr viel Widerstand dann dagegen hast? Vielleicht aufgrund deiner Geschichte
oder warum auch immer. Ja, denn du musst, der erste Punkt ist auf der Liste, immer wertschätzend sein. Und auch eine nonverbale Verurteilung würde sich auf den Klienten übertragen und wäre vielleicht nicht so angebracht. Deswegen gilt es hier, ehrlich zu sein, mit welchen Persönlichkeitsstörungen kann ich arbeiten und mit welchen eher nicht. Der zweite Punkt ist Unterstützung und Klärung. Was mache ich da als Therapeut? Ich versetze mich in die Situation der Person. Warum ist das Zerbrechen der Beziehung so schlimm für sie? Was bedeutet die Kündigung für ihren Selbstwert? Welche Erinnerungen sind durch die Begegnung wieder hochgekommen? Nur zuhören und der Person Gelegenheit geben, die Situation darzustellen. Oft klären sich so schon grundlegende Fragen. Kann man ja vielleicht auch noch mal überlegen, ob man das noch verschriftlicht, also Karten zum Beispiel macht. Es gibt ja so Moderationskarten, ne? Würde mir jetzt einfallen, da auch ein bisschen systemisch arbeiten, denjenigen diese verschiedenen Bereiche oder das, was ihn da bewegt, stichwortartig auf so eine Moderationskarte zu schreiben, eine nach der anderen, und dann das mal auf den Boden zu legen und mal gucken, wie ist da eigentlich so die Situation. Das würde mir dazu einfallen. Wichtig ist ja hier erstmal einen Überblick zu bekommen. Und solche Karten auf dem Fußboden, die diese ganzen Sachen, die da passieren, was da alles los ist in dem Leben des Klienten, das einfach mal in den Raum bringen, das gibt ihm auch die Möglichkeit, selbst Bezug dazu zu nehmen, indem er zum Beispiel da näher rangeht oder weiter weggeht. Oder vielleicht sich sogar bewusst wird, also diese beiden Karten, die sind hier viel zu nah beieinander. Das erzeugt voll Stress bei mir. Was würde es denn machen, wenn man die weiter auseinander nehme? Wäre das dann nachher im praktischen Leben auch möglich oder nur gedanklich? Sowas, ne? In Bezug gehen dazu. Den Klienten dazu in Bezug gehen zu lassen, indem er selbst in diesem Feld, das er da hinlegt, durch diese begrifflichen Karten sich selbst dazu in Bezug setzt und die Dynamik mal spürt mit einer Vogelperspektive darauf. Und dann kommt der zweite Punkt: Wie reagiere ich darauf? Sich das mal anzuschauen. Wenn ich in dieser Dynamik stehe, zwischen diesen beiden Karten zum Beispiel, wie reagiere ich? Oder wenn das und das passiert, wie reagiere ich darauf? Verzerrungen im Denken und im Beziehungsstil sind aufzuzeigen. Evaluation: Zusammen mit der betroffenen Person herausfinden, ob die eigene Reaktion richtig war und ob die Reaktion wirklich dazu beiträgt, das Problem zu lösen. Mal ganz kognitiv darauf gucken. Und auch die Psychoedukation, was war das nochmal? Ja, die Aufklärung. Vermittlung von Informationen sind wichtig zum Thema Sensitivität. Wie sensibel ist denn der Mensch in seinen Wahrnehmungskanälen? Ist da eventuell eine gehobene Sensibilität in irgendeinem Bereich vorhanden? Und könnte man da konstruktiver mit umgehen, um dem Stress im Alltag besser entgegentreten zu können, ja? Also die Persönlichkeit, die ist davon auch betroffen, von diesem Stress und dieser Hochsensibilität unter Umständen. Das kann entkrampfen und im Lebenskampf stärken, wenn der Mensch versteht, ich muss mich da nicht nur selber verurteilen. Vielleicht ist mit dieser Hochsensibilität oder mit der Sensitivität ja auch was Positives verbunden. Und vielleicht kann ich lernen, das besser zu steuern oder da konstruktiver mit umzugehen im Umgang mit den Stressoren in meinem Alltag. Das kann sehr aufbauend sein für die Person.
Und dann fällt mir als Gesundheitstrainerin mit Schwerpunkt Entspannungstherapie noch ein Punkt ein, nämlich der Umgang mit Stress. Der ist sehr wichtig, wenn es um Sensitivität geht und zum Beispiel auch um Impulskontrolle. Also dieser innere Druck, der da aufgebaut wird bei manchen, oder diese Ängste, diese Zwänge, diese innere Einengung, ja, oder überbordende Gefühle oder. Da fallen ja verschiedene Bereiche rein, ähnlich wie bei den Zwangsstörungen, Angststörungen. Ich glaube ja auch, dass diese Persönlichkeitsstörungen eine ähnliche Ursache haben, ja. Aber wenn man den Menschen dazu animiert bekommt, da mal hinzugucken, was gibt's denn da eigentlich alles? Und den auch dazu animieren kann, auszuprobieren. Machen Sie doch mal das oder probieren Sie mal das. Und wenn das nicht geht, dann gibt es auch immer noch das. Das kann man auch noch mal versuchen. Und vieles von diesen Dingen wird sogar von den Krankenkassen mitfinanziert. Es gibt verschiedene Methoden. Es gibt auch Sachen, die man mehr in die spirituelle Richtung machen kann. Je nachdem, wen man da vor sich sitzen hat. Ist das eher so ein kognitiver Mensch, der mit Spiritualität nicht so viel anfangen kann? Ich mag ja auch sehr gerne diese Imaginationsreisen. Da gibt es massenhaft CDs, die sind nicht alle gut. Da kann man dann auch mal auf die Suche gehen. Aber was bewirkt das denn, wenn man den Menschen dazu animiert, das zu tun, da mal auf die Suche zu gehen? Man regt ihn dazu an, in die Selbstfürsorge reinzugehen, da seine Erfahrungen mitzumachen und auch mal zu gucken, wie lange halte ich denn sowas eigentlich durch, wenn ich das mal ausprobiere. Ein autogenes Training muss man eine Weile durchhalten, damit man überhaupt ein Ergebnis sieht. Ja. Diese Dinge, die kann der Mensch da mal erkunden für sich. Denn Stichwort Resilienz hat viel mit dem Umgang mit Stress zu tun und das kann man auch trainieren. Aber man muss dafür die richtige Methode finden. Vielleicht gibt es ja sogar 2, 3, wo man mal ein bisschen abwechseln kann. Das fällt mir noch dazu ein. Hilfen, Veränderung und Vorbeugung. Ist Veränderung denn möglich? Man sagt, die Grundstruktur bliebe oft erhalten, man könne mit den Grenzen leben lernen, die die Persönlichkeit setzt. Im Gespräch bessere Wege ausarbeiten, eine Beziehung zu gestalten durch Anpassung oder auch Verzicht auf eine enge Beziehung, je nachdem, was möglich ist. Eventuell kann eine berufliche Veränderung helfen, Stress zu mindern. Ja, bei der Frage, ist Veränderung möglich? Da gibt es keine pauschale Antwort, denn die Ursachen für Persönlichkeitsstörungen sind ja mannigfaltig. Bei anhaltendem Eifersuchtswahn zum Beispiel, wiederholter Gewalttätigkeit oder schwerer schizoider Persönlichkeitsstörung sind die Lösungen eher geografisch als therapeutisch. Das wäre dann ein negativer Verlauf. Ein positiver Verlauf mit dem Abklingen einer Krise bei Persönlichkeitsstörung kann ein Mensch seine Selbstsicherheit zurückgewinnen und das Leben wieder energetischer anpacken. Wichtig ist, seinen eigenen Klang zu finden. Tiefgreifende Veränderungen der Persönlichkeit machen den Menschen auch einzigartig. Eine Persönlichkeitsstörung ist wie eine Schwächung im seelischen Grundgerüst des Menschen. Das Geheimnis ist, zu erkennen, wo die eigenen Grenzen liegen und Situationen zu meiden, die sie überfordern. Und dann ist hier noch die Rede vom Maserungsverlauf. Wie auf meinem Schreibtisch dieses wunderschöne Holz. Einzigartig. Den sollte der Mensch in sich erkennen und darauf spielen lernen, wie auf einer Violine. Den eigenen Klang finden. Ja, und ganz zum Ende möchte ich nochmal auf den ersten Punkt auf dieser Liste kommen. Die Wertschätzung und die Validierung. Ich betrachte nicht nur die morschen Balken der Probleme, sondern ich lasse die Schönheit des ganzen Bauwerkes einer Person vor mir entstehen. Ich betrachte sie mit all ihren Hoffnungen und Wünschen, mit ihren Sorgen und Ängsten, mit ihrer Sehnsucht nach einem glücklichen Leben. Und auf
dieses Wesen schwinge ich mich ein in der Therapie. Wenn ich dann bereit dazu bin, mit der Persönlichkeitsstörung zu arbeiten, die mir da gegenüber sitzt, in dem Menschen. Bin ich dazu bereit, mit dem zu arbeiten, kann ich ihn sehen als den Menschen mit Hoffnungen und Wünschen, mit Sorgen und Ängsten und Sehnsucht nach einem glücklichen Leben. Ja, so viel zur Persönlichkeitsstörung.